Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia und Grüße gehen raus in Richtung Japan, in Richtung Polen und in Richtung Schweiz. Ich habe festgestellt, dass neben Deutschland die Länder hier, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, zu denen gehören, die so hier am meisten bei mir gucken. Im einstelligen Prozentbereich, aber immerhin. Ne? Ich glaube, Japan bei knapp 7%. Japan, supi. Also, ne, danke für eure Unterstützung, danke für euer Gucken. Ich bin sehr überrascht. Ich bin wirklich sehr überrascht. Vielen lieben Dank an alle. Ja, jetzt nicht nur an alle, die ihr mich hier unterstützt und euch hier die ganze Geschichte anschaut. Ich war total happy. Ich gucke mir meine Statistiken so an. Ich denke, was ist denn das? So, wir haben hier irgendwie, also ich habe hier irgendwelche Dinge gemacht in der letzten Folge. Da kann ich mich so ganz dunkel dran erinnern. Ich hing so ein bisschen mit den Aufnahmen hinterher, weil der eine Samstag, der war sehr heiß. Und da habe ich gesagt, nee, also ich habe schon mal so eine Geschichte gehabt. Steinbruch entsteht hier und ein Steinmetz. Ah, ich entsinne mich, genau, da war was. Wie gesagt, ich hatte das ja schon einmal mitgemacht, diese Riesenhitze, und war hier kurz vorm Abnippeln während der Aufnahme. Und dann habe ich mir an die andere Geschichte da an den Samstag, das habe ich mir dann geklemmt. Habe mich dann mal so ein paar Geschichten gekümmert, so Einstellungen in OBS, Dingenskirchen, hast du nicht gesehen, solche Geschichten mal gemacht an dem Tag. Und nehme jetzt einfach mal so unter der Woche auf, ich habe ein paar Tage frei. Und habe gedacht, komm, ne, setz dich einfach mal daran. Und dann schauen wir mal, was passieren wird. So, wir haben immer noch Probleme mit, wir haben ein gegnerisches Lager entdeckt. So, ja, die Schemen, die kennen wir, glaube ich, schon. Nicht falsch liege. Ich meine, ja, die sind bekannt. Ja, mit den Dieben haben wir auch immer Probleme. Ich glaube, die sind direkt daneben irgendwo. Ich meine, mich da entsinnen zu können, dass wir einmal das Diebeslager hatten, genau. Und hier ist irgendwie so ein Schema. Die gleiche Ecke. Ich glaube, ja. Kann sein, dass vielleicht da noch auch noch mal Schemen sind. Moment. Will es nicht aus. Ah, da sind dann da noch mal. Alles klar, dann haben wir doch neue entdeckt. Dann haben wir einmal die und einmal die. Ist doch schön. Oh, dann kommt keine Langeweile auf. So, da ist ein Entdecker unterwegs. Wie sieht's denn überhaupt aus? Ressourcentechnisch und so weiter und so fort. Was muss ich machen? Ich denke. Unser? Nee, das ist nicht unser Dorf. Ne? Ich wollte schon gerade sagen. Das ist nichts, was ich hier irgendwie habe. Da sind unsere Grenzen. Gegnerisches Lager entdeckt. Die entdecken hier ständig gegnerische Lager. Das sind aber jetzt die Diebe. Aber hier, das ist unser Gebiet. Sehr gut. Oder so. Habe ich hier schon irgendwas und dann. Nein, das ist. Oh, Moment mal. Grenze ist hier immer noch von. Nee. Moment mal. Ich komme hier gerade so ein bisschen mit der Grenze durcheinander. Also, ja, ist ja gut, ich will nur gucken. Das ist unsere Grenze. Da bin ich mir relativ sicher. Sieht man auch da in der Karte ganz gut. Ich hatte gerade noch eine gesehen. Wo vertue ich mich da gerade? Hier. Ach, das ist die Grenze von den anderen. So, geht ein Schuh draus. Die geht hier so lang und hier haben wir unseren. Das könnte unter Umständen Probleme geben. Weil ich überlege gerade, ne, von wegen. Hier die Wachen und so weiter rennt hier rum. Von wegen Wachtürme und so weiter. Wir haben hier dieses Riesengebirge da so im Weg. Und ich schau mal, was wir da machen können. So, erste Folge ist wie jede Folge, ne, wenn ich die aufnehme. Ich muss immer gucken, was geht nicht, wo muss ich was machen, was ist sinnvoll und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Ihr seid da leid geprüft, ich weiß. Wenn ich hier direkt eine Garnison hinsetzen würde, Militärcamp, nein, Garnison ist das, die würde sich, also von meiner Fläche her, das würde passen. Und dann hätte ich mit einem Schlag, hätte ich da bis zu 25 Leute hier rum existieren. Wobei natürlich dann die Frage ist, Schemen. Oh Gott, wer hat da irgendwer, also ich glaube, die ganz normalen Soldaten, die haben mit Schemen Probleme.
Ich kann mir das es gibt aber einige Leute, die kommen damit durchaus klar. Also das würde theoretisch sich gerade hier gehen. Jetzt hier kurz mal überlegt, was bastel ich mir denn da am besten und am schlechtesten einen Weg hin, weil hier sind auch noch Ressourcen, sehe ich gerade, die man nutzen kann. Dann sollte man den Weg aber nicht so basteln, dass da irgendwie Probleme entstehen. Warte mal anders. Hier ist Silbererz und Kohle. Das ist ebenfalls Kohle. Und Stein, da haben wir sogar Eisenerz. Sehr gut. Folgendes, dann mach ich doch direkt hier, wie sagt man, Haken mit Ösen oder so. Kohletagebau wäre sinnvoll, könnte man machen, beispielsweise, ja toll, Nandos, du bist wieder voll konzentriert, du bist wieder super bei der Sache. Die Leute lieben dich alle. Mein Gott, reiß dich an. Was mache ich denn da die ganze Zeit? Wohl nicht wahr. Was ist los? Ganz ruhig. Ach, das sind die neuen coolen. Interessant. Unterirdische Kohlenvorkommen. Ja, nee, das haben wir jetzt hier nicht. So, Kohletagebau. Vielleicht war das Problem. Ich habe die falsche Dings rausgesucht. Kohle. Falsche Bergwerk, wenn man so will. Das müsste gehen. Und wenn ich das noch ein bisschen da so in die Ecke schiebe, oder vielleicht sogar in die Ecke, von wegen Wege und so. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Dann würde ich hier Kohle abbauen wollen. Dann gibt es da auch noch Silber. Das sollte man nicht unbedingt an der Stelle machen, dann mit dem Bauen. Man kann das aber durchaus hier hinsetzen. So. Wege. Jetzt geht das los mit den Wegen. Aber das kriegen wir jetzt, glaube ich, ganz gut hin. Einmal da. Dann so. Moment. Zack. Zack. Und zack. Dann haben wir was so. Da so ein Ding. Das würde ich mit einbinden wollen. Und jetzt wird es ein bisschen hakelig, glaube ich. Und das geht noch. Aber ich komme hier nicht durch. Warte mal, ich will da. Ah, wunderbar. Gut, dass die Automatik hilft. Sehr gut. Dann komme ich auf jeden Fall hier noch hin. Ich könnte also jetzt hier noch irgendwie da entsprechend für den Eisenabbau da sorgen. Das wollte ich vielleicht auch tun. Eisentagebau. Wir haben Eisen an der Stelle. Na gut, hier irgendwas hinzusetzen macht natürlich keinen Sinn. Aber ich könnte die entsprechende Mine beziehungsweise das entsprechende Bergwerk vielmehr könnte ich locker flockig hier so hinsetzen und dann hier einfach mal so den Weg andocken. So gut, die müssen dann oder sollten dann hier so Eisen abbauen. Ich mache den Pin heute mal so hin. Das war die Geschichte mit der Kohle. Dann natürlich hier so die Kohle abbauen, da so in der Gegend. Und der steht mit dem Silber. Und das Vorkommen haben wir hier an der Ecke. So, ich glaube, das ist so machbar. Es ist die Frage, Wachen? Normalerweise ja, aber hier in dem Fall nein. Moment. Eigenschaften, Kampfstärke. Ich brauche mal ein bisschen Stärkung. Ah, neue Kaffeetasse. Ja,
Ich glaube, ihr könnt das nicht lesen, weil das verkehrt rum ist. Das ist spielverkehrt. Ne? Da steht betreutes Trinken. Ja, das ist Kaffee, auf jeden Fall. So, kann ich mir garantieren. Also nichts anderes drin. Nur Kaffee. Alles gut. Ganz klar. So, Konzentration hier, meine Güte, ne. 100% Kampf gegen Kriecher. Was sind denn jetzt Kriecher? Die Schämen. Nee, da steht schon, erschrickt vor Schämen. Das hat sie das erledigt. Die erschrecken auch vor Schämen, die nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier. Und die sind auch gegen Diebe gut. Sehr schön. Was ist mit den tollen? Greifen Gegner an. Silberdegen. Hast du nicht gesehen? Okay. Dann könnte man vielleicht erstmal auf die Draufgänger gehen, weil die haben wohl mit den Schemen auch kein Problem. Und da würde ich dann schon fast für plädieren, die zu nutzen. Die brauchen leichte Rüstung und Silberdegen. Genau, leichte Rüstung und Silberdegen für die Draufgänger. Dann kommen da Draufgänger hin. Dann haben wir das Problem erstmal schon mal gelöst. Ich drehe gerne. Ich drehe gerne. Das ist ganz normal bei mir. So, Draufgänger, wo seid ihr? Da. Da würde ich direkt sagen, hier, zack, oben 25, alles was da ist. Draufgänger. Und danach schauen wir weiter. So, das soweit dazu. Ich könnte natürlich sogar noch hingehen. Ich meine, ich bin doch sehr flexibel. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Erkundung und Expansion. Ich setze hier noch einen Wachturm hin. Kann ich den hier irgendwo hinkriegen? So, Moment, Augenblick, geht das? Das klappt wunderbar. Dann setze ich hier noch einen Wachturm hin. Ja, so bin ich. Ich mache solche Sachen. So, und dann, nee, keine Wachen. Dann würde ich da auch nochmal versuchen, Draufgänger. Moment, bereit hier? Nee, Waldläufer da. 10 Stück. Dann habe ich mit denen zusammen, kommen wir da locker auf 25. Quatsch, 35. Rechnen ist eigentlich bei mir jetzt nicht so schlecht. Ja, das Alter. Ich sage durch, das Alter, das macht man für dich. Sorry. So, okay, also der Plan steht. Was habe ich hier rum existieren? Wachen. Da habe ich rum existieren Waldläufer, das ist gut. Hier habe ich rum existieren auch Wachen, die aber irgendwie nicht mehr so wirklich benötigt werden, weil irgendwie alles entdeckt wurde, was die entdecken können. Ja, schauen wir mal. Müsste ich schauen. So, andere Geschichte habe ich. Boah, unsere. Es mangelt mir an Übersicht. Das nimmt hier langsam Form an, das ist ja nicht mehr schön. Kohle. Oh, wie die aktiviert? Achso, alles klar. Ja, sind immer noch die 5 Einheiten. Genau, ich sehe nämlich, ich hatte da extra Lager für gebaut. Also, ne, mal gucken, aber nein, das hat ja nicht funktioniert. Hier habe ich jetzt einen aktiven Steinmetz, das ist cool. Steinbruch, der ist aktiv. Wolf. Sind doch wirklich alle Leute da? Ich habe jetzt nur mal so mit dem halben Auge geguckt. Jo. Ich habe keine Eisenlanzen mehr. Ich brauche Silberdegen. Da existieren irgendwie 12 Stück von. Was habe ich hier rum? Existieren Waldläufer. 10 Waldläufer. Und 15 Veteranensoldaten. Ja, die sollen doch schön da bleiben erstmal. Oder bräuchte ich hier nicht mehr? Lassen wir erstmal. Ich schau mal, was man da machen kann. Ich hatte doch hier auch irgendwo sowas wie ein Lager. Da, ein Militärcamp dazu die ganze Zeit. Komplett leer. Oder? Nee, gar nicht wahr. 6 Waldläufer existieren hier. Okay. Cool. Waldläufer werden rekrutiert. Hier irgendwo. Nee, nicht in der Bäckerei. Das wird nicht funktionieren. Auch nicht im Wohnhaus. Aber die Abenteuer könnte da helfen. Waldläufer. Rauch, Fackel und leichte Rüstung. Dann machen wir mal so locker 10 Waldläufer. Und Silberdegen. Habe ich hier Silberdegen rum existieren? 12.
Der braucht dann aber auch leichte Rüstung. Das wird nicht reichen, ich weiß. Ich werde trotzdem schon mal hier aufziehen. So, ich brauche leichte Rüstungen. Rüstungsschmiede? Nee, Gilderhaus auch nicht. Wo ist denn hier? Da ist die Schneiderei. Leichte Rüstungen. Da, leichte Rüstungen. Du machst jetzt erstmal leichte Rüstungen bis zum Abwinken. Silberdegen. Die Holzfällerhütte ist die jetzt leer? Nicht wirklich. Die Holzwerkstatt brauche ich Dinge. Du machst mal so auf Verdacht mal so 10 Fackeln oder meinetwegen auf 20. Was habe ich hier noch? Achso, weitere Holzwerkstoffe. Was bräuchte ich denn sonst noch? Sieht mit Zahnrädern aus, bin ich ein Stück. Das sind 19, das geht nicht. Mein Monk ist am Meckern. Ich brauche 20. Ansonsten glaube ich, holztechnisch bin ich einigermaßen dabei. Holzsperre. 39, das geht auch nicht. Mein Monk meckert. Ich brauche 40. Entschuldigung. Hier rum existiert. Oh, eine Garnison. Eigentlich auch gut. Da sind 15 normale Wachen untergebracht. Ansonsten weiter nichts. Die bräuchte ich oder habe ich gebraucht hier für die Ecke. Muss ich mal gucken, ob ich die noch weiterhin benötige, ob das vielleicht sinnvoller ist, da andere Wege zu gehen. So. Werkstatt bezüglich Werkzeug. Ich habe mit Taverne nichts zu tun. Hat Werkzeugschmiede das schon. Wie sieht es mit den Werkzeugen aus? Ich habe keine Meißel mehr. Meißel. Genau, mach mal so 10 Meißel. Haben wir. Sägen, ja, mach mal so 2 Sägen, wenn du dann da noch mal mit dabei bist. Ansonsten der Rest. Spitzhacken. Wir machen die 10. So, Hammer. Ist in Ordnung, glaube ich. Oh, ich habe keine Äxte mehr. Das geht gar nicht. Machen wir so 6 Äxte. Schaufeln. 10, sagt euer. Alles andere. Moment mal, die. Achso, da habe ich schon gesagt. Segen. Ja, soll es erstmal gewesen sein. So, okay, das ist geklärt. Bilderhaus, muss ich da noch irgendwas machen? Im Augenblick, ich glaube nicht. Hoffe ich zumindest. Achso, Silberdegen, genau, irgendwas war doch noch. Moment, Augenblick, Waffen, finde ich wo? Schneiderei, ich glaube, hier ist relativ wenig. Bräuchte so ein paar Sachen hier. Das könnte, nee, das ist eine Holzwerkstatt. Werkzeugschmiede, Rüstungswerk. Ich habe nur 2 Waffenschmieden. Echt? Ja, ich meine, gut, besser als nichts. Waffenschmiede, die hier macht im Augenblick, ich sehe gar nichts. Doch, Eisenschwerter. Gut. Soll sie weitermachen? Die hat nichts zu tun. Hat die Silber. Jo, hat sie. Silberdegen. Mach mal so 15 Stück. Ich glaube, 16 sind eh da. Ja, da passt ganz gut. Cool. So, was ist hier los? Ich höre hier Gemecker. Schäm in Panik geraten. Ja, solche Sachen passieren schon mal. Zumal da jetzt ja auch, nee, hier nicht. Aber da vorne wird gebaut. Hier wird auch irgendwann mal gebaut werden. Demnächst. Und da ist Personal auf dem Weg. Spitzhacken. Ich hatte. Genau, da hatte ich welchen in Auftrag gegeben. Bräuchte insgesamt 9. Habe ich da jetzt genug gemacht? Dann drügeln 9. Spitzhacken. Ja,
gebe noch mal 3 dazu. So. Egal. So, meine war wohl schon fertig. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Ja. Ja, wie gesagt, die erste Folge, ihr kennt das, ne, ist immer so warm werden, reinkommen, hier gucken, da gucken. Und hier wird kein Kohle mehr abgebaut. Sehr gutes Deutsch sprechen. Hier wird keine Kohle mehr abgebaut. Da werden gerade die Restbestände noch rausgezogen. In diesem Lager ist aber Gott sei Dank noch ein bisschen Kohle vorhanden, verhanden. Was ist hier los? Handelsposten sagt da nichts zu tun. Keine Aufträge ausgeben. Eisenlanze. Eine Eisenlanze. Habe ich eine Eisenlanze? Ich habe keine Eisenlanze. Ja. Ein bisschen mit der Rüstungsschmiede. Eisenbahn. Ich würde mal sagen, hier 5, da 5. Sicherheitshalber. Eisenlanzen. Gut. Mit der Eisenlanze werden wir uns dann wohl in der nächsten oder ab der nächsten Folge irgendwann da mal mit beschäftigen müssen. Ich bin wieder, ja, immer wieder hier auf meine Absage. Abmoderationsabsage. Moderationsposition. Ja, das wäre es für diese Folge gewesen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für euer Dabeisein und natürlich für eure Unterstützung, für dein Dabeisein, für deine Unterstützung speziell natürlich auch. Lieben, lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Dann bin ich auch wieder mehr drin und dann schauen wir mal, wie weit wir dann so kommen werden, ob wir uns dann schon mit irgendwelchen Gegnern anlegen können oder ob ich erst noch entsprechend rekrutieren muss. Wir müssen natürlich erstmal abwarten, bis die ganzen Waffen und Rüstungen, die ich da in Auftrag gegeben habe, fertiggestellt sind. Schauen wir mal. Wir werden uns da schon die Zeit vertreiben. Da habe ich überhaupt gar keine Bedenken. Das kriegen wir hin. Bestimmt. Ich sag wie immer, alles Gute für euch und genießt und nutzt die Zeit.